Servus Leute und somit herzlich willkommen zu ein kleines Special-Video, wie ich schon angekündigt habe, dass ich das jetzt öfters mal mache. Und heute geht es eher so darum, wie ich hier, also es ist eher so ein kleines Tutorial, wie ich eigentlich, oder wie besser gesagt, wie man hier eigentlich so ein Modpack herunterladen kann, wie ich das jetzt in Questing Mayhem mache. Und zwar ganz einfach, ganz simpel. Früher war das ja immer so, dass man über Google Chrome oder so über ein Internet halt, über eine Webseite, also dass man jetzt hier einfach hingeht und dann irgendwie so eine Webseite dann so sich sucht, wo man dann so eine Mod sich herunterladen kann oder Modpacks, das ging ja auch. In diesem Video zeige ich euch heute einfach mal, wie das mit Twitch geht. Und zwar extremst einfach, das ist mega simpel und du kannst dir so viele Mods herunterladen, wie du willst, und das innerhalb von ein paar Minuten. Also man geht jetzt zuallererst mal, also ich zeige euch erstmal, wie ihr Twitch an sich als Desktop-App bekommt, denn das müsst ihr halt ja als Desktop-App haben. Ich hoffe, jeder kennt von euch Twitch, das ist ja diese eine Stream-App. Und nein, da möchte ich jetzt keinen Stream sehen. So, und das ist ja jetzt hier so die offizielle Webseite. Da könnt ihr euch die ganzen Streams anschauen. Nein, ich wollte da nicht. So, und genau, und ihr geht jetzt einfach mal, also bei mir ist das jetzt auf Mac. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim anderen Computer, also ich habe das mal gesehen, dass das auch auf dem Windows ganz anders aussieht, aber so viel anders ist es nun auch wieder nicht. Also auf Mac müsst ihr halt auf diesen Doppelpunkt, auf diese drei Punkte gehen hier. Und dann geht ihr zu Apps herunterladen. Und dann halt, also wenn ihr Windows habt, dann für Windows herunterladen. Und wenn ihr Mac habt, irgendein Mac habt, dann für macOS herunterladen. Und Twitch Science, keine Ahnung, was das ist, aber das braucht ihr, schätze ich mal, jetzt nicht. Nö, das ist jetzt, glaube ich, nicht. Also, genau. Und dann ladet ihr das dort herunter. Und das war's. Dann müsst ihr im nächsten Schritt einfach das in der Desk im Desktop reinziehen. Ich hoffe, das kann auch jeder von euch. Und dann öffnet ihr das einfach. Bei mir zeigt er jetzt irgendetwas Komisches an, dass er irgendwas, ja, von wegen Hilfsprogramm installieren. Also ich verstehe auch nicht. Ich habe da öfters mal hingeklickt. Funktioniert irgendwie nicht, aber das ist auch egal. Ich drücke einfach immer die ganze Zeit auf Abbrechen und ich glaube, das ist jetzt auch nur bei wenigen Fällen so. Also, naja, egal. Auf jeden Fall geht ihr dann auf Twitch. So, und hier ist jetzt die ganze. Ja, hier könnt ihr mal die ganzen Spiele sehen. Da könnt ihr halt einfach mal, also wie gesagt, halt auch die Streams angucken. Was jetzt aber bei diesem Tutorial eher so ein bisschen das ist, was ich euch zeigen möchte, ist zwar das hier. Und zwar geht ihr auf Mods. Das ist sehr wichtig. Ihr geht auf Mods und ja, und dann gibt es hier für mehrere, ja, Spiele sozusagen Mods. Zum Beispiel unter anderem Minecraft, das gibt es aber auch für World of Warcraft oder für diese anderen Spiele da. Auch Modpacks und so, die man sich herunterladen kann. In dem Fall ist das für mich jetzt nicht wichtig, sondern ihr geht einfach auf Minecraft. So, klickt drauf und hier sieht er erst einmal eure Modpacks. Hier ist zum Beispiel jetzt Questing Mayhem, was ich gerade zur Zeit zocke. Radiation, was ich auch als selber kreiertes Modpack, das zeige ich euch noch, wie es geht. Radiation halt und ganz viel anderes Zeug, wie ihr eigentlich hier als nächstes Modpacks ganz leicht installieren könnt, ist ja, ihr geht entweder zu, also ihr geht zu Browse All Modpacks oder Browse Feed the Beast Modpacks, also FTB, also Feed the Beast. Das ist Feed the Beast, ist eher so eine Art, ja, ich weiß nicht, ob man das als Firma bezeichnen kann oder so, aber das ist so eine Art Gruppe von Leuten, die sich zusammen hinsetzen und sich so Modpacks überlegen. Und das ist halt so eine bestimmte Gruppe namens Feed the Beast oder Bros All Modpacks. Da gibt es jetzt halt von ganz vielen verschiedenen Leuten dann da halt diese ganzen Modpacks, die ihr euch halt hier auf den Install-Knopf installieren könnt. Was ich gerne noch zeigen möchte, also hier oben ist der Modpack-Name, also zum Beispiel in dem Fall ist es jetzt hier All the Mods 3. Und hier unten stehen sozusagen die Namen der
der Mitwirkenden oder der Modpack-Entwickler halt. Und hier halt steht dann noch so ein kurzer Text von denen, worum es hier eigentlich in diesem Modpack geht. Und da noch so ein paar andere, ja, Dinge, zum Beispiel Game Vision, also auf welcher Version dieses Modpack spielt, etc. So, wenn ihr das installieren wollt, dann könnt ihr Folgendes machen. Entweder ihr klickt direkt auf den Install-Button, dann müsste das eigentlich reibungslos funktionieren und dann installiert der Twitch das Ganze auf MyModpacks oder ihr klickt einfach mal drauf und dann habt ihr nochmal ein bisschen mehr Übersicht, worum es nochmal über das Modpack geht. Hier zum Beispiel nochmal so ein kurzes YouTube-Video darüber und hier nochmal einen ganz lang oder so. Das ist so ein Text halt. Normalerweise steht da noch ein bisschen was über welche Mods installiert worden sind dafür und so Zeug halt, auf welchen Versionen das Ganze basiert und dann könnt ihr halt auch hier auf den Install-Knopf, auf den Install-Button klicken. Hier seht ihr noch, was hier eigentlich, also worum es in diesem Modpack so also so, ja, worum es eigentlich hier so geht halt. Also Technik bedeutet dieses Icon, ich meine, da sieht ihr es ja. Das ist Magic, also Magie, Exploration, also so ein bisschen so Zeug, das könnt ihr dann da sehen. Und falls ihr bestimmte Modpacks sucht, einfach hier auf den Search-Button klicken, zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt mal als Beispiel Forever Stranded oder so. Das findet ihr dann eigentlich sofort hier, Forever Stranded. Oder ihr geht jetzt einfach hier runter und sucht euch eine Kategorie aus, zum Beispiel Hardcore einfach mal. Und genau, und in dem Fall würde ich euch gleich Forever Stranded empfehlen, diese ganzen Dinge. Oder auch, was auf Quests basiert, also so Zeug halt eben. Genau, Versionen, das könnt ihr dann auch dort angeben, auf welcher Version ihr eigentlich gerne zocken wollt. Und Sort by Featured. Ah ja, genau, da sortiert er eigentlich nur die Reihenfolge, was jetzt zum Beispiel am populärsten war oder vom Namen her oder so Zeug. So, das ist eigentlich sehr, ja, das war jetzt, glaube ich, mache das jetzt alles mal wieder so. So, das war jetzt eigentlich so das große und Ganze, was jetzt dieses Browse All Modpacks machen kann. Also das ist halt so Zeug hier. Und jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie ihr euch euren eigenen euer eigenes Modpack sozusagen bauen könnt. Da kann ich jetzt einfach mal Test machen. Oder, ja, keine Ahnung, Tutorial. So, und dann könnt ihr euch hier in der Version hier, könnt ihr die Version sozusagen euch aussuchen, auf welcher Version ihr gerne zocken wollt. Oder das Modpack halt sein soll. Ja, ich kann es jetzt einfach mal so auf der neuesten Version einstellen. Und auch, by the way, nicht wundern, falls alles auf Englisch ist. Ihr kennt mich ja, ich bin erstens eh total gewöhnt daran. In Cursing May mache ich das eh die ganze Zeit. Und zweitens habe ich eh keine Ahnung, wie man das umstellen kann. Also von dem her. So, hier könnt ihr noch die Forge-Version angeben. Denn Forge ist das Ding, worauf das Ganze basiert. Das Forge ist so ein Programm, mit dem ihr diese ganzen Mods überhaupt herunterladen könnt. Das ist das Ding, was halt überhaupt hier so. Ohne das wäre das Ganze eigentlich gar nicht möglich. Da mache ich auch erstmal hier das Neueste. Und dann drückt ihr einfach auf OK. Dann geht ihr wieder auf My Modpacks. Dann installiert ihr noch kurz Forge, damit das überhaupt funktioniert, wie gesagt. Und jetzt ist es schon fertig. Und jetzt kommt Folgendes. Und zwar könnt ihr entweder mit Rechtsklick dort View Profile, Open Folder oder Duplicate Profile, also Play ist selbstverständlich. View Profile, da kann man einfach reingehen und die ganzen Mods herunterladen, das erkläre ich euch gleich. Open Folder, da kann man, glaube ich, genau, mir fehlt gerade das Wort dazu. Na, also ihr wisst schon, was ich meine, also ach Gott. Ich weiß es nicht. Und Duplicate Profile, da könnt ihr einfach das Modpack nochmal duplizieren. Falls irgendein Mod nicht funktioniert hat, dann könnt ihr es in einem duplizierten Modpack dann nochmal irgendwie austesten oder so, wenn ihr nicht wollt, dass dieses Modpack irgendwie gelöscht werden soll oder so. Und jetzt klicken wir einfach mal auf View Profile oder einfach mal mit Linksklick einfach hier drauf. Und jetzt steht da No Hosted Mods Installed. Und da könnt ihr jetzt gleich auf Get Mods
draufklicken oder Resource Packs, da kann man sich auch noch Ressourcenpakete oder Maps herunterladen. So, das ist eigentlich alles selbstverständlich. Ihr geht einfach zu Get Mods und hier habt ihr die ganzen Mods, die ihr euch haben wollt, die ihr euch installieren wollt. Und hier könnt ihr auch wie vorhin beim Modpack sehen, worum es eigentlich da in dieser Mod geht und von wem das ist, wie die Mod heißt, was die macht, wie viele Downloads sie hat, also so Zeug halt. Genau, ihr könnt auch da reinklicken, genau wie bei den Modpacks. Seht hier irgendwie so ein kurzes Überschaubild oder so Zeug. Und dann könnt ihr einfach mal auf Install klicken und es geht dann ruckzuck, also das ist jetzt schon installed. Ihr könnt euch Chisels herunterladen, ihr könnt euch Bubbles herunterladen, Mantle, Journey Map und jede Mod macht irgendwas anderes, jede Mod ist für irgendetwas anderes zuständig und. Und genau, was ich noch sagen will, ist, dass es manche Mods gibt, also wenn ihr müsst vor allem aufpassen, wenn ihr euer eigenes Modpack kreiert, dass ihr nicht zu viele Mods auf einmal installiert, denn das ist oftmals echt ein fataler Fehler, weil das hatte ich zum Beispiel in Radiation hier. Da habe ich, also ich kann ja euch mal kurz zeigen, da sind, ja, also der muss schon sehr lange laden und das ist aus dem Grund so, weil ich sau viele Mods drin habe. Und wenn ihr, also je mehr Mods ihr habt, also ihr seht schon sehr, sehr viel Zeug, sehr, sehr viel Content und je mehr ihr habt, desto höher ist das Risiko, dass das Modpack irgendwie spinnt oder nicht funktioniert. Also ich klicke jetzt einfach mal gleich auf Play. Und deshalb würde ich euch empfehlen, dass ihr ja eher, also dass ihr immer wieder mal in Schritten vorgeht, also dass ihr jetzt irgendwie zum Beispiel Just Enough Items und Chisel herunterladet oder Bobbles und Mantle oder Journey Map und so, damit das halt alles damit die Gefahr nicht so hoch ist, dass irgendetwas abkackt. Denn wenn ihr alle Mods installiert, die ihr gerne haben wollt und irgendeine spinnt, dann erzählt der Error Report oder Crash Report euch nicht, woran es oftmals lag. Also oft ist das halt so. Und dann wisst ihr nicht, welche Mod irgendwie nicht kompatibel zu einer anderen ist und so müsst ihr halt auch aufpassen. Also selbst mit Forge ist das echt ein bisschen nervig. So, gut, ich habe, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, und jetzt ist irgendwo das weg, so jetzt. Wie ihr jetzt gerade das gesehen habt, ist jetzt hier so ein Fenster wieder gekommen, als ich Play gedrückt habe. Das ist sozusagen so das Fenster, das ist eigentlich so das Vorwurf. Also das muss ich eigentlich auch nicht so erklären. Also einfach auf Play drücken, mehr braucht ihr da eigentlich nicht so einzustellen. Ich glaube, hier könnt ihr noch einstellen, irgendwo wie viel Ding der verbrauchen soll oder so. Also hier seht ihr euren Namen, also ja. Ich drücke einfach mal auf Play und jetzt macht er folgendes, und zwar tut er die ganzen Mods jetzt hier, die ihr hier auf Twitch habt, auf Minecraft rüberziehen, besser gesagt, so, ne? Da könnt ihr euch mal sehen, da Loading Construction Mods und da ladet er das halt alles rüber zu Minecraft und genau. Da könnt ihr mal die MB euch mal anschauen, wie viel MB da verbraucht und so. Das könnt ihr auch bei diesem Fenster da einstellen, was ihr ja jetzt gerade gesehen habt, aber ich habe das jetzt gerade irgendwie. Aber ich nutze es selber oftmals nicht, deshalb. Ja. Und somit war es das. Und hier seht ihr, ja, 9 Mods installed, 9 Mods active. Und für das Tutorial möchte ich gerne keine Musik. Ich klicke einfach mal auf. Also ich mache jetzt einfach mal so eine kleine Welt, damit ihr sehen könnt, dass das erfolgreich ja, geklappt hat. Und genau, Loading World, Building Terrain. Und das ist halt einfach echt mega, mega praktisch. Das ist mega cool, weil früher, wie gesagt, da konnte man das eigentlich nur oftmals über das Internet und über diese Webseiten und dann hatte man immer Angst, dass ein Virus kommt und so. Mit Twitch habt ihr echt gar keine Probleme. So, also ihr seht jetzt hier, die Mods sind drauf, Just Enough Items ist drauf, Chisels ist drauf, Journey Maps ist drauf, also alles geklappt, was ich gerne hätte, also hier Journey Maps und ich meine, ja, also Connected Texture Mods,
Also falls es Mods gibt, von denen ihr denkt, hä, die habe ich ja gar nicht heruntergeladen. Also zum Beispiel diese Connected Texture Mod, die habe ich jetzt eigentlich nicht hier bei Get More Content heruntergeladen. Und warum das so ist, das kann ich euch dann erklären. Und zwar, der ladet oftmals Bibliotheken herunter, die die Mod an sich braucht. Und da, oder Connected Texture Mod ist auch so eine Mod, mit der man eigentlich, mit der überhaupt diese Mods auch kompatibel sind, was die Texturen angehen und so. Deshalb, und die ladet Twitch sozusagen automatisch herunter. Da gibt es auch sowas wie, keine Ahnung, irgendwie so. Hauptsächlich werden da immer so Bibliotheken heruntergeladen. Da diese ganzen Cucumber Library zum Beispiel, da könnt ihr euch mal auch anschauen, für welche Mods man die eigentlich braucht. Und zwar für Mystical Agriculture zum Beispiel. Also wenn ihr Mystical Agriculture euch herunterladen wollt, dann müsst ihr gleichzeitig die Cucumber Library machen, installieren. Aber keine Sorge, das macht der Twitch von alleine. Das kann ich euch ja mal ganz kurz zeigen. Mystical Agriculture Install. Und dann download die Cucumber Library und fertig. Beziehungsweise danach hat er halt noch Mystical Agriculture heruntergeladen und jetzt installed. Ihr habt gesehen, und wenn ich jetzt eingebe, wenn ich jetzt Cucumber, also Gurkenbibliothek, eine Cucumber, genau. Da, installed. Einfach so, und ich habe jetzt aber die Mod nicht nicht ja, heruntergeladen, separat heruntergeladen, besser gesagt. Genau, und so funktioniert es eigentlich. So habe ich auch die ganzen anderen Modpacks gemacht, wie zum Beispiel Radiation. So installiere ich generell auch meine Modpacks. Ihr seht, ja, ich habe in den letzten Jahren also sehr viel mit Modpacks rumgezockt und so. Und genau. Das war es eigentlich so mit meinem kleinen Tutorial. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch damit auch weiterhelfen. Noch eine Sache, und zwar gibt es, also ich habe gehört, dass, also, dass manche so ein paar Probleme haben, dass mal, wenn die auf Play drücken, dass dann irgendwas mit einer Java-Version oder so irgendwie rumbuggt. Also da kann ich echt nur eins sagen, dass man. Ich habe auch gehört, dass diese Person, also ja, so Freunde von mir halt, besser gesagt, haben halt da Probleme mit der Java-Version gehabt und so. Und falls es auch bei anderen von euch so ist, ja, keine Ahnung, woran das eigentlich so groß liegen kann. Ich würde halt einfach die Java-Version updaten, also aktualisieren, falls das so der Fall ist. Und wenn es immer noch nicht klappt, dann. Keine Ahnung, nochmal Twitch herunterladen, nochmal Twitch updaten, keine Ahnung, woran das liegen könnte, aber da muss man halt mal schauen. Auf jeden Fall war das so mein kleines, feines Tutorial. Ich glaube, das läuft schon wieder über 10 Minuten oder so lang. Deshalb würde ich auch jetzt mal aufhören. Genau, und dann sehen wir uns in ein nächstes Video, würde ich mal sagen. Und dann sage ich auf Wiedersehen, Servus und Tschüss, Leute.